Moin, willkommen zurück zu Sons of the Forest. Ja, diese Folge wird ein wenig speziell, denn unerwarteterweise zwischen der letzten Aufnahmesession und dieser Aufnahmesession kam ein großes Update, was, muss man vorsichtig zu sagen, sehr, sehr eingreifende Änderungen ins Spiel gebracht hat. Nämlich unter anderem eine Änderung im Höhlensystem. Also es scheint eine neue Höhle zu geben. Und sowohl die Goldrüstung, die wir für den Endcontent brauchen, ist jetzt in einer neuen Location, als auch der Eingang zum finalen Bunker scheint neu zu sein. Was für uns natürlich bedeutet, wir müssen erstmal gucken, wie wir jetzt an die Items rankommen, die wir brauchen, um in den Endcontent zu kommen. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme, also jetzt an diesem Tag, wo ich jetzt gerade hier die neue Aufnahmesession mache, kam auch das Update raus. Demzufolge gibt es halt leider auch noch keinerlei Informationen so wirklich darüber, wo diese neue Höhle sein soll und wo die neue Location der Rüstung ist. Das heißt, da werden wir erstmal ein bisschen suchen müssen wahrscheinlich. So, wir werden aber erstmal gucken. Hier sind wir ja soweit durch erstmal. So, wir werden uns auf jeden Fall schon mal auf den Weg machen und werden mal gucken, dass wir den einen oder anderen Platz erstmal noch erkunden, wo wir nochmal hin könnten. So, Bäume sind auch nochmal nachgespawnt, wie ich gerade sehe. Das ist sehr gut. Was wir mal machen müssen, wir gucken mal. Ah gut, unsere gute Virginia ist hier auch noch in der Nähe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir irgendwo in die Richtung da unten. Das wird unser erster Stop sein. Wir werden nämlich mal gucken, dass wir jetzt zum einen die letzte Keycard uns noch holen. Die fehlen. Aktuell gibt es ja drei Stück. Ne? Einmal die Wartungskarte, einmal die VIP-Karte von Virginia und dann gibt es noch eine Gästekarte. Und uns fehlt im Moment noch die Gästekarte. Daher werden wir mal in die Richtung laufen und werden mal gucken, ob wir uns zumindest die Gästekarte schon mal schnappen können. Und wenn wir dann auf dem Weg erstmal sind, werden wir von da aus auch gleich nochmal gucken, dass wir uns den Dosenöffner noch organisieren. Ne? Das wird nämlich der nächste Punkt sein. Dosenöffner müssen wir nämlich auch nochmal gucken. So, aber jetzt, wie gesagt, müssen wir erstmal gucken. Da aber anscheinend die Bäume gerade wieder alle nachgespawnt waren, das habe ich jetzt nicht anhand meines Guides gemacht, den ich hier auch auf dem Channel schon zur Verfügung gestellt habe, wie man die Bäume wieder nachspawnen kann. Werden wahrscheinlich die Höhlen auch wieder resettet worden sein. Wahrscheinlich im Laufe des Updates jetzt nochmal. Was für uns dann natürlich bedeutet. Halt, in die Richtung müssen wir da. Was für uns dann in dem Fall bedeutet, dass wahrscheinlich keine Mutanten mehr unterwegs sind aktuell. Ist jetzt ein kleiner Vorteil. Können wir eigentlich gar nicht meckern. So. Laufen wir hier erstmal schön dezent durch den Wald. Was auch neu dazugekommen ist, das hatte ich in einer der Folgen ja auch schon mal angesprochen gehabt. Wir können jetzt mit den Schildkrötenpanzern endlich entsprechend was bauen. Ne? Nämlich wieder den Warter-Kollektor, den man halt auch schon erst, aus dem ersten Teil kannte. Und da wir schon zwei Schildkrötenpanzer hatten, oder einen zumindest, können wir dann bei Gelegenheit dann in unserer Basis zur Not auch nochmal den Wasserkollektor aufstellen. Aber jetzt, wie gesagt, werden wir hier erstmal querfeld einlaufen. Was auch neu ist, das stand in dem Patch nur so drin, es soll eine neue Mutantenart geben, nämlich Dämonenmutanten. Müssen wir mal gucken, ob wir die auch mal zu Gesicht kriegen. So, wie gesagt, als erstes werden wir jetzt hier mal rübergehen. Müssen wir bloß mal gucken, wo genau wir das finden. Ich habe bloß einen ungefähren Dingsbumskirchen. So, hier muss irgendwo ein Lager sein. Beziehungsweise ein Eingang zu einem Lager. Müssen wir mal gucken, wo wir den finden. Müsste irgendwo ein Bunker sein. Hier wahrscheinlich irgendwo in der Nähe, ne? Was jetzt auch neu ist, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen von euch stören. Ich finde es auch ein bisschen schade, aber
Kisten, die man jetzt geöffnet hat, bleiben offen. Was natürlich in unserem Fall dann auch bedeutet, dass wir jetzt nicht jedes Mal wieder neu laden, dass wir dann auch entsprechend wieder neue Handgranaten und sowas einsammeln können. Das heißt, wir müssen jetzt einmal mehr ein bisschen vorsichtiger mit unserem Equipment umgehen. Das wird der nächste Punkt sein. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob wir irgendwo den Bunkereingang finden. Können wir mal gucken, ob das vielleicht der hier ist, der hier auf der Karte angezeigt wird. So, denn so hundertprozentig weiß ich auch nicht ganz genau, wo der ist. Ich habe nur in etwa eine grobe Richtung irgendwo. Ah, hier. Okay. Hier sind wir schon mal richtig. Ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, ob wir hier schon mal waren. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier schon mal waren. Ne? So, dann gehen wir hier mal rein. So. Ich bin halt mega gespannt, wie das neue Höhlensystem jetzt funktioniert. So, dann können wir die Karte erstmal wegnehmen und nehmen stattdessen das Feuerzeug. So. Wasser anscheinend auch geändert haben, das hören wir gerade. Wir crouchen, aber wir machen trotzdem mehr Lärm im Moment, ne? Machen im Moment ein bisschen mehr Lärm, scheint mir. Das ist, glaube ich, der Bunker, wo wir in Folge 2 oder so schon drin waren. Also relativ am Anfang des Let's Plays, ne? Hier waren wir schon mal. Da hinten kommt dann der Luxusbereich und da konnte man bisher noch nicht rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier reinkommen, ne? Kriegen wir noch mal ein paar Batterien. Das ist sehr gut. Druckerpatronen haben wir voll. Draht können wir noch mal mitnehmen. Hier sind noch mal ein paar Pfeile. Na, haben wir schon alle. Armbrustbolzen haben wir noch. Oh, das ist interessant. Das ist neu, ne? Ich glaube, das war beim ersten Mal, wo wir drin waren, noch nicht als Information. Jian Ju Chang heißt er. Aha. Department Assistant. Grade C. Clearance 2. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob wir den Code irgendwie brauchen, ne? 117245. Ah, ich hoffe mal nicht, dass wir den brauchen. Was wir mal gucken können, ob wir hier vielleicht noch andere Rezepte mit reinbekommen haben. Enterhaken, Technet, Schnitten, nee. 100 Milliliter sind aktuell was drin. Ich meine, hier wäre noch ein paar, ne? Ich bin so ein bisschen überlegen, ob wir uns nochmal ein Technet machen. Theoretisch 250 Milliliter. Wollen wir uns eigentlich 4 Stück nochmal machen, ne? Machen wir mal. Dann können wir nämlich auch gleich einmal hier nochmal Dings mitnehmen. Kisten können wir auch gleich nochmal aufmachen. Oh, Batterien sind voll. So. Dann machen wir uns gleich mal, wie gesagt, 4 Stück davon. Müssen wir dann bei Gelegenheit mal gucken. Ich glaube, Batterien haben wir jetzt rein theoretisch genug, ne? Wir könnten also überlegen, uns die Tech-Rüstung testweise mal zu erstellen. Nächster Durchgang. So würde die theoretisch dann aussehen, ne? Große Frage ist natürlich, ob die erhalten bleibt oder ob die, wenn die Schaden kriegt, ähnlich wie unsere Mutantenrüstung, ob die auch kaputt geht, ne? Das ist nochmal so ein Punkt, den müsste man wissen. Weil wir halt da leider Gottes sehr, sehr viel Material für brauchen. Ne? Wie gesagt, unter anderem halt auch jede Menge Batterien. Und wie gesagt, jetzt mit der Änderung nach dem Patch können wir halt nicht so ohne weiteres nochmal Sachen nachrüsten. Ne? So, dann würde ich fast sagen, wir gucken einfach mal, was brauchen wir denn alles für die Tech-Rüstung? Gucken wir mal. Wir brauchen einmal Draht, einmal Klebeband, da haben wir auch genügend von. Und dann brauchen wir noch einmal Platinen und einmal Batterien. So, bin mal gespannt. Legen wir testweise einfach mal an. Die scheint dran zu bleiben, wie es aussieht, ne?
Ah, nee, okay, wird ersetzt anscheinend. Okay. Machen wir das Ganze nochmal. Hier von einmal, hier von einmal, hier von einmal und hier von einmal. Erscheint aber ganz so, als ob das unsere Mutantenrüstung überträgt oder überschreibt, ne? Das ist dann nicht so geil. So, was würde ich sagen, das reicht erstmal. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Dann können wir rein theoretisch einmal Batterien hier hinten noch mitnehmen. So, dann haben wir gleich alle wieder voll, ne? Das können wir auch nochmal mitnehmen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, letztes Mal sind wir hier noch nicht reingekommen. Achso, das war der Saugroboter hier. So, ich bin ein bisschen gespannt, denn laut meinem Guide, ich habe mir hier einen kleinen Guide zurechtgepackt, eine interaktive Map, einfach um ein paar Sachen schneller zu finden. Da war eingezeichnet, dass man hier wohl auch den... Hey, hier hört man irgendwo Monster? Hey, also hier hinter sind definitiv irgendwelche gruseligen Viecher. Das kann man schon sagen. So, hier ist nochmal Draht. Große Frage ist halt, wie gesagt, wo man hier die Keycard kriegen konnte. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das hier die... Die Keycard vielleicht war für den Wartungsbereich. Sagt angeblich sollte man hier die Keycard kriegen für den Eingang hier. Bin ich mal gespannt. Theoretisch müsste eigentlich auch der eine Uhr und ein bisschen Kleingeld, okay. Theoretisch gesehen müsste eigentlich aber auch die Keycard von Virginia gehen. Ne? Ah ja. War nicht die von Virginia, aber wir haben zumindest die Keycard schon gehabt, die wir nehmen können. So. Schleichen wir mal vorsichtig wieder rein. So, gucken wir auch gleich überall ein bisschen rum. Mal vorsichtig ein bisschen rum hier überall, ne? Wie gesagt, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ich möchte halt in so wenig Bereiche wie möglich noch mal doppelt rein müssen. Daher werden wir, wie gesagt, überall mal ein bisschen vorsichtiger lang marschieren. Oh. Da sitzt irgendein Friendo, ne? Hier geht's auch rein, okay. Da hinten laufen auf jeden Fall schon mal Mutanten rum. Große Frage ist, ist das hier ein Mutant oder ist das nur eine Leiche? Das ist ein Mutant, ne? Okay. Haben wir gerade großes Glück gehabt, dass der uns anscheinend irgendwie nicht gesehen hat? Ah. Was mich ein bisschen wundert ist, warum ich hier auf einmal wieder Baufortschritt irgendwie habe. Viertelstämme, Bretter, Baumstämme. Was habe ich denn hier Baufortschritt? Das ist ein bisschen merkwürdig gerade. Ah, wir hatten in der letzten Folge angefangen ein Baumhaus zu bauen, ne? Ich erinnere mich. Das erklärt's natürlich. Wir hatten in der letzten Folge angefangen, ein Baumhaus zu bauen. Stimmt, ich erinnere mich. So, die Frage ist, wie kommen wir hier in die Mitte rein? Beziehungsweise kommen wir hier überhaupt rein? Ah. Da liegen auf jeden Fall Sachen drinne. Da ist irgendein Item. Ah, hier ist offen, ne? Hier ist offen. So. Ach, eine Energy-Mischung ist das. Ah, okay. Stoff nehmen wir natürlich gleich mit, ne?
So, aber mehr scheint hier nicht zu sein. Ein paar Steine, die brauchen wir nicht brauchen. So, ich würde aber mal fast sagen, wir gehen erstmal auf die rechte Seite. Denn ich vermute mal ganz stark, da auf der linken Seite Viecher rumlaufen, dass wir wahrscheinlich danach erst zu den Viechern müssen, ne? Das sieht mir ein bisschen verdächtig nach Boss-Area aus irgendwie, ne? Oh, da sind Babys und zwar jede Menge. Jede Menge Babys da hinten. Und hier scheint ein Durchbruch zu sein irgendwie, ne? Was ist mit dem passiert? Tja. Wenn man jetzt wüsste, dass auf der Seite irgendwas Wichtiges ist, ne? Ja. Waren anscheinend plus zwei, ne? Haben wir nochmal Glück gehabt. Ich frage mich halt, was das für eine komische Flüssigkeit oder Material hier ist, ne? Sieht ein bisschen aus irgendwie wie Polymer oder so. Ich bin so ein bisschen unsicher, ob da irgendwas Wichtiges drin ist, aber ich denke mal eher nicht, ne? Ja, halt immer mal rumgucken, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das wäre ein bisschen eklig. Das wäre ein bisschen eklig gerade. Fitness Area halt, ne? So, da wollen wir mal zur anderen Seite. Schleichen uns mal ein bisschen dezenter hier durch. Aber auch von überall Geräusche hier, ne? Oh, das sind ganz schön viele. Es sind ganz schön viele Mutanten hier drin. Tot? Ah. Schnappen wir uns gleich nochmal Rüstung. So. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben 10 von 10. Ne? Ja. So, dann können wir den hier schon gleich nochmal häuten. Müssen wir uns hier ein bisschen vorsichtiger umgucken. Ne? Ja, gerade diese spuckenden Viecher hier, die sind immer ein bisschen besonders kritisch. Gucken, ob wir den überraschen können. Das hat schon mal gut funktioniert. Das macht halt unheimlich viel aus, wenn man schleicht, ne? Dann ist man für die erstmal sozusagen unsichtbar für die Viecher. So, wie viel haben wir jetzt? Wieder 10. So. Gucken wir mal, dass wir 2 überbehalten. So, es waren aber definitiv noch nicht alle, ne? Hier laufen noch mehr rum. So, die große Frage ist jetzt natürlich, wo geht's hier lang? Wir müssen halt alles durchgucken, weil ich halt, wie gesagt, nichts übersehen will, ne? Nicht, dass hier irgendwo ein Item liegt und wir übersehen das und hätten das später irgendwie gebraucht. Das wollen wir natürlich nicht. Und
Und dann gehen wir mal wieder vorsichtig vor. So. Wie gesagt, kann halt auch immer mal wieder irgendwas Neues sein. Ich habe mich jetzt bewusst nicht geteasert oder nicht gespoilert oder rum. Hab mir also, wie gesagt, noch nicht allzu viel angeguckt vorab, damit ich hier, wie gesagt, alles von vornherein sehe und nicht schon weiß, wo irgendwo was groß was ist. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Schlafanzug. Aha. Wir haben einen Schlafanzug gekriegt. So. Ich habe die große Hoffnung, dass wir hier wirklich nichts übersehen. Ne? Ich gehe jetzt bewusst schon mal extra alles nochmal in Ruhe ab. So. Jetzt nochmal Stoff. Ah, da drin ist so ein Doppel-Piech, ne? Was ich mich frage, das können wir mal ausprobieren. Wir kamen so zumindest durch die Wand getroffen, das ist schon mal gut. Mal gucken gleich nochmal, wie es rüstungstechnisch aussieht. 8, also 2 können wir noch einsammeln. Gut, dann kommen wir hier in Ruhe erstmal, ne? Ja. Aber eine coole Location hier, ne? Eine geile Area irgendwie. Hier scheint großartig nichts mehr zu sein. Vorsichtshalber aber überall nochmal durchgucken. Und wie gesagt, nicht, dass wir irgendwas Wichtiges übersehen. Scheint aber alles gewesen zu sein. So, dann gucken wir hier nochmal durch. Badge. What? Pivot. Ja. So. Coole Location. Muss man mal sagen. So. Kann halt auch immer mal wieder sein, dass wir auf neue Minibosse treffen. Ne? Das steht halt immer mal in den Patchnotes drin. Dass halt, wie gesagt, teilweise auch neue Minibosse ins Spiel gekommen sind. Was ist das hier? Fischkarten, wie es aussieht. Ne? So, guck mal hier erstmal überall alles durch. Nicht, dass wir irgendwo was übersehen. Alter. Hier ist auch wieder so eine Riesenhöhle drunter, ne? Wie in dem Abschnitt, wo wir bei den Paftens waren. So. Hm. Wundert mich schon mal ein bisschen, dass hier im Moment gar nichts ist. Jede Menge Handtaschen. Hm. Bis jetzt eine relativ leere Location hier, ne? So, dann gehen wir mal eine Etage höher. Gucken, was uns oben erwartet. Hm. Gehen wir mal auch wieder schön vorsichtig vor. Die haben sich ganz schön Luxus hier gegönnt, ne? Die haben sich ja ganz schön Luxus gegönnt hier. So. Meine Klasse sind alle draufgegangen, aber trotzdem. Yeah. Er sieht ein wenig verformt aus, habe ich das Gefühl. Aber bis jetzt eine riesige Location, die einfach nur komplett leer ist, ne? Da kommt wieder eine große Tür. Ich hab halt mega Schiss, dass wir hier irgendwas übersehen, ne?
So. Gucken wir erstmal hier zu der Tür, ob hier irgendwas ist. Hier können wir auch wieder was aufmachen, ne? Und hier auf der Seite nochmal schnell irgendwie durch. Zumindest nochmal ein bisschen Stoff. Und hier mal wieder irgendeine Karte, ne? So, aufgepasst an alle. Achso, können wir auch vergrößern, sich gerade. So, Mitteilung an die Angestellten. Mr. Pafton benötigt alle digitalen Kommunikationsaufzeichnungen, die ausgedrückt wurden. Aha. Lassen Sie keine digitalen Kopien rumliegen. Auf irgendwelchen Endgeräten. Man soll sie halt löschen oder beseitigen, nachdem man mit ihnen fertig ist. Von Barbara Pafton. Okay. Was war's hier, ne? Das ist natürlich die große Frage, wo gehen wir als erstes hin? Gehen wir erst durch die Tür? Oder gucken wir erst hier mal rein? Und sagen, wir gucken hier mal rein. Ah, da ist auch noch eine Tür, wo man rein kann, ne? Ganz schön viel. So, davon scheinbar genügend zu haben. Okay. So, hier müssen wir uns halt ganz genau umgucken. Denn wie gesagt, eigentlich müsste hier irgendwo noch eine weitere Schlüsselkarte sein. Oh, wir haben genügend Kleingeld dabei, ne? Können kein Kleingeld mehr aufsammeln. So. Alter. Oh. Oh. Kann man hiermit irgendwas machen? Alter. Also hier waren wirklich aber immer übelst die Bonzen unterwegs, ne? Das ist ja schon nicht mehr normal hier. Das war ja mal eine richtige Bonzenparty hier. So, gucken wir mal auf der Seite auch noch. Hier ist schon nichts mehr, ne? Hört sich doch so an, als ob hier auch noch irgendwas ist. Medikamente? Ja, die haben wir hier auch eine Party feiert, ne? Medikamente oder Drogen und ja, Bargeld. Ist eigentlich auch eine coole. Wartet mal. Natürlich gleich was ordentliches hier für die Thumbnails hier, ne? Wollen wir natürlich gleich ordentlich was machen. Nightclub. Ja, bin ich doch Fuchs. Machen wir doch gleich was für die Thumbnails hier. So, müssen wir uns hier noch mal ein bisschen genauer umgucken. Irgendwas muss doch hier bestimmt noch sein. Bin ich vorstellen, dass das hier gar nichts ist. Oh, hier haben wir eine Schlüsselkarte. Wusste ich es doch. So, da haben wir die letzte Schlüsselkarte. Arnold. Was? Crent. Oder Crano. Crano wahrscheinlich, ne? Arnold Crano. Also gehe ich mal stark davon aus, egal wo wir jetzt rein müssen, wir werden wahrscheinlich die wichtigste Schlüsselkarte dafür schon haben. So, hier haben wir nochmal eine Note. Von Miles Goldstein. So. Nachdem ich die gesamte Anlage durchsucht habe, wird mir eine wichtigere Aufgabe übernehmen. We have managed to locate the Golf Club. Okay, wir haben den Golf Club gefunden. Okay. Nichts wirklich Relevantes. So, meine Freunde, ich würde aber mal sagen, weil ich auf der Uhr gerade schon so ein bisschen sehe, wir sind bei 30 Minuten. Wir machen hier mal ein kleines, spannendes Folgenende. Und werden in der nächsten Folge mal die beiden mysteriösen Türen öffnen und mal gucken, was uns da noch erwartet. Lasst die Däumchen drücken.
bespaßt die Glocke, ne, damit er die Informationen bekommt, wenn neue Folgen kommen. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sons of the Forward. Wie gesagt, mit geändertem Content nach dem neuen Update. Bis dahin schön gesund bleiben und ciao, ciao.